Oftmals fragt man sich, wie bestimmte Personen zu ihren Posten gekommen sind. Böswillige Leute sprechen dann von Korruption, Postenschacher, Versorgungsposten der Parteien. Ich hab's rausgefunden. Alles ist so, wie es sein soll. Die Erklärung ist folgende. Paragraph 3 Verbotsgesetz. Es ist jedermann untersagt, sich, sei es auch außerhalb dieser Organisationen, für die NSDAP oder ihre Ziele irgendwie zu betätigen. Die Ziele der NSDAP wurden in 25 Punkten von der NSDAP zusammengefasst. Und wenn wir da nachschauen, finden wir in Punkt 6: Wir bekämpfen die korrumpierende Parlamentswirtschaft einer Stellenbesetzung nur nach Parteigesichtspunkten ohne Rücksicht auf Charakter und Fähigkeiten. Da ist die Erklärung. Es ist illegal, die Posten nicht nach Parteigesichtspunkten zu besetzen. Es ist illegal, Charakter und Fähigkeiten der jeweiligen Person zu berücksichtigen. Jene, die da Korruption schreien, sollten vorsichtig sein. Es ist illegal, die korrumpierende Parlamentswirtschaft zu bekämpfen. Danke für deine Zeit.